Marco, grüß Gott und herzlich willkommen euch alle im neuen Jahr. Ich weiß nicht, für einige wird es vielleicht auch das erste Mal sein im neuen Jahr, dass sie hier sind. Wie sind wir reingerutscht ins neue Jahr? Ich hoffe, möglichst friedlich, möglichst im Kreise der Familie. Die Welt ist leider nicht wirklich friedlicher geworden. Das letzte Wochenende war doch recht nervenaufreibend und ich glaube, einige mächtige Herrschaften auf diesem Planeten lachen sich jetzt tot. Weil es ist wieder geschafft worden, dass die kleinen Ameisen untereinander aufeinander gehetzt wurden. Ja, und sind die Islamisten noch unsympathischer, als sie eh schon waren. Und die Islamisten fühlen sich, oder die Muslime fühlen sich noch unwohler in Europa, als sie sich eh schon unwohl gefühlt haben. Also passt wunderbar. Also ich glaube natürlich nicht daran, dass der Islam unser Feind ist. Das ist natürlich Schwachsinn. Und ich hoffe, dass auch die Muslime nicht glauben, dass der einfache Europäer ihr Feind ist. Zur Pegida vielleicht nur ein Wort. Ich habe jetzt da ein bisschen mir das angeschaut. Ich glaube auch nicht, dass die Masse der Pegida-Anhänger oder Pegida-Demonstranten in Dresden Nazis sind. Das halte ich auch für übertrieben. Aber es sind einfach Leute, die Ängste haben, vielleicht falsche Ängste, aber es macht keinen Sinn, sie zu verteufeln, sondern man sollte einfach mit den Leuten nochmal sprechen. Grundsätzlich meine ich das hierzu. Ich glaube, je mehr, und jetzt reden wir schon fast ein Jahr drüber, über all die vielen Probleme, die wir haben auf diesem Planeten, über all die Kriege, die geführt werden, egal wo, im Nahen Osten, im Gaza, in der Ukraine und so weiter. Und immer wieder fragt man sich, warum und weshalb und warum passiert das, warum werden dort Regierungen geputscht, gestürzt, wer steckt dahinter, was für Regierungen kommen dann daran, was hat es denn Libyen gebracht, dass dort Muammar al-Gaddafi gestürzt wurde. Was hat denn jetzt das gebracht? Wir hören gar nichts mehr über Libyen, außer dass irgendwelche Banden jetzt ein griechisches Schiff beschossen haben dort mit einem Flugzeug, das sie von der libyschen Armee quasi geerbt haben. Ja? Also dieser Chaosstaat, dieser Failed State, war das die Demokratie, die wir in Libyen exportiert haben mit 120.000 Toten in 6 Wochen? Man hat uns erzählt zum Beispiel, dass damals Gaddafi ein Diktator war, ein unmenschlicher Barbar und so weiter. Lüge! Ja? Lüge! Dieser Mensch war aber offenbar nicht besonders unbeliebt, weil am 1. Juli 2011, also am Tag, nachdem die NATO angekündigt hat, Bombardements und Luftschläge zu starten, um die Demonstranten oder um die sogenannten Rebellen, eingeschleuste Söldner, ähnliche Leute wie heute die ISIS oder vielleicht sogar dieselben, zu unterstützen. An diesem Tag demonstrierten in Tripolis 1,7 Millionen Menschen. Das ist umgerechnet auf Tripolis 100% der Bevölkerung der Stadt oder auf das ganze Land ungefähr ein Drittel. Das ist in etwa so, als würden in Deutschland 30 Millionen Menschen auf die Straße gehen, um Merkel anzufeuern. Unvorstellbar. Ja? Also, wir wissen heute gar nichts mehr. Man hat das Land dem Erdboden gleich gemacht. Die größte Trinkwassergewinnungsanlage dieses Planetens, die geplant war, die im Bau war, in die mittlerweile 20 Milliarden Dollar geflossen sind, hat man im Erdboden gleich gemacht, man hat dort geschätzt, man kann es heute noch nachlesen, unschätzbare Mengen an Trinkwasser hätte man dort fördern können, hätten gereicht, um ganz Nordafrika von 500 bis 2.500 Jahre lang mit Trinkwasser versorgen zu können. Also wirklich ein tolles Projekt, das Great Man-Made River Project, man hört nichts mehr davon. Selbst die Anlagen, wo die Pipelines gebaut wurden, wurden zerstört. Und man fragt sich, warum all das, wozu, was dient dem Ganzen, warum machen wir das? Und ich muss dazu kommen, dass immer wenn ich mehr und mehr ins Detail bohre, immer mehr und mehr komme ich dazu, dass man immer dem Fluss des Geldes folgen sollte, um festzustellen, woher die Interessen stammen. Und es ist spannend, dass die ISIS hier quasi ein Milliardenkonzern hier, übrigens ISIS heißt es ja nicht mehr, weiß jemand warum? Kann man auch nachbohren. Es gibt eine private Söldnergesellschaft aus den USA, die beschäftigt ehemalige Marines, also ähnlich wie Blackwater, die heißt auch ISIS. Und die hat sich quasi aufgeregt, dass dieser Name, dass ihr Firmenname missbraucht wird und in Verbindung gebracht wird mit dieser Terrororganisation. Also musste man ISIS umbenennen in IS oder ISIG oder ISIL und so weiter. Also eine ganz gute Geschichte. Jedenfalls die Frage ist, es ist ein Milliardenkonzern und man fragt sich gar nicht, wo das Geld herkommt. Warum? Man kann heutzutage keine Geldströme unterbinden. Ja, sag mal, wie geht's denn euch? Wenn man will, dann kann man jeden von uns in sein Girokonto einfrieren. So schnell können wir gar nicht schauen. Aber wenn es um Milliarden geht, ist das nicht möglich. Und angeblich finanzieren sie sich jetzt selber, indem sie die gekaperten Ölquellen besonders produktiv verkaufen. Ja, an wen denn? An wen verkaufen sie denn das Öl von den gekaperten Ölquellen, die sie jetzt erobert haben? Machen sich die Käufer nicht auch mitschuldig?
kaufen wir es vielleicht, ich weiß es nicht, aber das könnte man wahrscheinlich relativ einfach rausfinden, wenn man wollte. Und wenn man zu denen kommt, die, wo der Geldfluss wirklich hingeht, dann kommt man immer zu denselben, wenn man ganz ehrlich ist. Und dann können wir eigentlich im Prinzip auch bei uns anschauen, nachschauen. Zum Beispiel daran, wozu nehmen wir überhaupt Schulden auf als Staat? Bei wem? Mittlerweile haben wir so viele Schulden, nämlich ungefähr 300 Milliarden, dass Österreich ca. 8 bis 9, ich glaube 8,3 Milliarden Euro im Jahr nur an Staatsschuld, an Zinsen begleichen muss, um die Schuld zu decken. Das entspricht für jeden erwerbstätigen Österreicherin oder Österreicher 2000 Euro im Jahr. Ja, an wen geht denn das Geld? Jeder von euch zahlt fast 200 Euro im Monat. An wen eigentlich? An Zinsen? Ja, an wen? An Banken? Richtig. Ja? Also das heißt, Banken haben uns das Geld geliehen. Ist das richtig so? Ja. Aber woher hatten die Banken das Geld? Luftpudern. Ja? Das heißt, und das Witzige ist, die Banken haben ja gar kein Geld. Wir müssen sie auch noch retten. Wir, die wir uns von ihnen Geld leihen, geben ihnen Geld, um sie zu retten. Wie funktioniert denn das? Andreas Popp sagte einmal zu diesem Thema, das ist ungefähr so, als wären in einem Aufzug 5 Leute drin, 7 gehen raus, dann müssen 2 reingehen, damit der Aufzug leer ist. Wenn uns das jemand in der Physik erklärt, dann sagen wir, was für ein Topfen, aber im Finanzsystem glauben wir, das ist normal. Das heißt, wir haben es erlaubt, einer privaten Clique von Bankstern, dass sie Geld aus dem Nichts schöpft, sogar die Druckkosten muss der Staat zahlen, für das bisschen, was noch gedruckt wird. Und das meiste sind einfach nur Buchungssätze. Ehrlich gesagt, so eine Maschine möchte ich auch haben. Ich auch. Ich will das auch haben. Ja? Private Gesellschaften machen Buchungssätze, leiten das weiter sozusagen an eine Regierung, die sich nicht nur verpflichtet, in irgendeiner Art und Weise diese Schuld auf sich zu nehmen, sondern dafür sogar noch Zinsen zu bezahlen. Was für eine Absurdität. Dabei ist das sogar verfassungswidrig, weil die meisten westlichen Verfassungen schreiben die Finanzhoheit dem jeweiligen Parlament vor. Alle Macht geht vom Volke aus, steht in den meisten Verfassungen. Wenn das dem wirklich so wäre, dann wäre das Erste, was wir tun müssen und das Erste, was die Menschen da oben in diesem Parlament tun sollten, diese Macht von den Banken wieder zurückzunehmen und sie in parlamentarische Hände zu legen. Der Staat muss sich bitte kein Geld leihen. Der Staat produziert, wenn er will, sein eigenes Geld. Und es kann entweder Edelmetall gestützt sein oder auch nicht. Das muss nicht sein. Ja? Eine gut funktionierende Wirtschaft kann durchaus ihr eigenes Geld produzieren und das Geld wird auch werthaltig sein. Aber es muss sich bitte nicht von Privaten, die sowieso selber nichts haben, Geld leihen und dann gegen Zinsen zurückzahlen. Oder auch nicht. Also wir leben jetzt in einer verworrenen Welt. Mittlerweile glauben immer weniger, hoffe ich, was wirklich passiert. Aber wenn ich das letzte Wochenende anschaue und die letzten Tage und diese vielen, vielen Menschen, die da wegen dem Attentat auf die Straße gegangen sind und wahrscheinlich nicht wirklich sehr tief denken und nicht sehr viel sich Gedanken machen, warum war dieses Attentat eigentlich und wem hilft es jetzt eigentlich? Wem hilft das Attentat? Den Muslimen? Die Muslime sind für Islam geschürt. Ja, in Wirklichkeit passiert genau das, was wieder einige, über die wir hier schon seit einem Jahr reden wollen. Was passiert? Europa wird zentraler, die Überwachung wird sicherlich ausgebaut, die Zusammenarbeit der Sicherheitssysteme wird sicherlich ausgebaut werden, davon bin ich ziemlich felsenfest überzeugt. Also das Ganze spielt wieder in eine Hände. Und was ist noch erreicht worden? Die Politiker konnten sich an vorderste Reihe stellen, wenn es darum geht, gegen Gewalt zu demonstrieren. Und das Allerbeste, die Presse, die uns seit Monaten und seit Jahren und seit Jahrzehnten belügt, ist quasi rehabilitiert. Weil wenn man jetzt etwas gegen die Presse sagt, dann ist es so, als würde man etwas gegen Israel sagen. Wahrscheinlich werden wir in Zukunft auch als Presse lügen. Wenn wir sagen, die Presse lügt, sind wir auch so eine Art Antisemiten oder was auch immer, oder Verschwörungstheoretiker. Also, abstrus, was dadurch wieder entsteht und eigentlich bitter, dass trotzdem so viele Leute da aufs Pferd springen, wenn die Medienpropaganda anläuft. Trotzdem glaube ich, angesichts auch der Klickzahlen am Internet, auf YouTube-Videos, auf Facebook und so weiter, dass trotzdem immer mehr und mehr Menschen sich Gedanken machen, was wirklich passiert und dass immer mehr und mehr Menschen einfach versuchen aufzuwachen. Aber grundsätzlich, was auch immer jetzt war in dem Wochenende, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, die offiziellen Medien wirklich zu verfolgen, weil es mich nicht mehr interessiert, was sie sagen. Das sind genau dieselben Leute, die mir die Brutkastenlüge aufgetischt haben, 9-11 oder die Massenvernichtungswaffen. Ich glaube ihnen einfach nicht mehr. Egal, was sie sagen. Richtig. Und man wird wahrscheinlich ein bisschen abwarten müssen, ein bisschen schauen müssen. Irgendwann mal gibt es wieder einen Whistleblower, der sagt dann, was tatsächlich der Fall war. Und davon kriegt dann wieder kaum jemand was mit. Aber
sind wir trotzdem zuversichtlich. Ich denke schon, dass einige Dinge nicht so ganz aufgehen, wie sie aufgehen sollten. Ich glaube, dass das Thema Ostukraine so nicht geplant war, wie es jetzt tatsächlich ist. Die Leute wehren sich dort wirklich mit Händen und Füßen. Es gibt immer mehr und mehr Berichte auch von dort. Ich versuche auch Seiten zu verfolgen, die direkt aus der Ostukraine stammen oder auch aus der Ukraine und auch aus Russland. Auch von Leuten, die vor Ort sind, zum Beispiel von den Lastwagenfahrern, von denjenigen, die aus Russland kommen und dort die Hilfsgüter hinbringen, die beschreiben, was dort wirklich abgeht und was dort wirklich los ist. Zerfetzte Leiber, Kinder, Frauen, alles. Ja. Wie stellt man sich das denn anders vor, einen Einsatz, in dem man Artillerie in Stellung bringt und auf Millionenstädte schießt? Wie soll das sonst ausschauen? Das ist kein Einsatz, das ist Krieg. Und schon gar kein humanitärer Einsatz. Also, das geht weiter, aber trotzdem wehren sich die Leute und sie haben durchaus Aussichten, mehr und mehr, je länger sich das Ganze hinzieht, dass Kiew irgendwann mal aufgibt. Und das hoffe ich. Und ich hoffe, dass zumindest das Blutbad dort so bald wie möglich endet. Seien wir also nicht ganz so negativ für das neue Jahr, aber ich möchte jetzt auch nicht großartig hier Jubel verbreiten. Vielleicht als letztes, neulich hatte ich es gibt eine ganz interessante Debatte zwischen Franz Hörmann und Andreas Popp. Vielleicht hat sie der eine oder andere schon gesehen, zusammen mit dem Professor Vogt. Und war ganz eine interessante Debatte und Hörmann hat irgendwie am Ende gesagt, es ist eigentlich fast wurscht, was wir jetzt machen. Das System zerfrisst sich selbst und immer schneller. Genau, richtig! Ich glaube, im Jahre 2003 erreichte der Schuldenstand der Bundesrepublik Deutschland 1 Billion Euro. Heute sind sie bei knapp 2,4 Billionen Euro. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, wenn man sich die US-Staatsschulden anschaut, entwickeln sie sich ebenfalls sehr spannend. Ja, bis in die 70er Jahre lag es bei ca. 400 Milliarden Dollar damals. Im Jahre 2000 lagen sie bei 5,7 Billionen Dollar. Im Jahre 2008 bei über 10 Billionen Dollar. Im Jahre 2013 bei 16,7 Billionen Dollar. Wir erinnern uns alle noch an die Schuldendebatte und an die Haushaltskrise. Und im Dezember letzten Jahres überstiegen sie die 18 Billionen Dollar. Also Hörmann sagt, bisschen warten. Und wenn das Geld von den Girokonten verschwindet und wirklich keiner mehr was hat, das System funktioniert einfach nicht. Und dann ein neues System implementieren. Es muss ja nichts kaputt gehen. Es funktionieren die Fabriken, es funktionieren die Landwirtschaften. Das heißt ja nicht, dass das alles nicht mehr funktionieren muss. Wir haben ja keine echte Wirtschaftskrise im Sinne von, wir haben nichts zu beißen. Die meisten von uns sind eh zu dick. Richtig. Und das Essen wird auch zu viel wegschmissen. Und es gibt so viel Essen auf diesem Planeten. Aber man muss einfach angehen und versuchen, ein faireres Wirtschaftssystem einzuführen, das einfach eine fairere Verteilung ermöglicht. Und das wird mit diesem System nicht mehr passieren. Und ich fürchte, die Masse der Menschen in der sogenannten ersten Welt wird es erst dann kapieren, wenn es ihnen selber quasi zumindest ans Eingemachte geht. Also, so viel von meiner Seite. Im Moment habe ich nichts mehr weiter zu sagen. Wer möchte fortsetzen?